bin die Sarah und ich bin jetzt in der 10. Klasse und eigentlich schon seit der 5. aktiv mit dem Chor. Und ja, ich will euch halt einfach mal ein bisschen herumführen und euch zeigen, was es heißt, in der Chorklasse zu sein. Also kommt einfach mal mit und lasst euch überraschen. Wir befinden uns gerade hier im Neubau, wo die 5. bis 7. Klassen untergebracht sind, damit also auch die 5. und 6. Chorklasse. Und ja, hier lernen sie, hier sind auch die ganzen Klassenräume dafür und ja, hier werdet ihr die ersten 3 Jahre von eurer Schullaufbahn sein. Die Chorklasse geht von der 5. bis zur 6. Klasse. Und danach, ab der 7., kann man in den richtigen Chor, wie ich jetzt zum Beispiel, gehen, solange man eigentlich möchte. Das heißt, es ist nicht verpflichtend für die ganze Schullaufbahn. Hier zum Beispiel sehen wir auch einen unserer bekannten digitalen Vertretungspläne, die eigentlich überall in der Schule stehen. Wir können gerade mal gucken, für die 5. Klassen steht gerade keine Vertretung mit drauf. Auf dieser Schule haben wir auch viele verschiedene Locations, wo wir auftreten könnten. Zum Beispiel dieses Prachtstück hier, was jetzt zu den Neueren gehört. Normalerweise sind die Auftritte immer in der Aula, aber das hier wäre eigentlich auch eine sehr schöne Idee für einen Auftritt. 2, 3, on! Sani Bonami, Sani, Sani, Sani Bonami. Also hier drüben seht ihr jetzt zum einen unsere Kletterhalle oder auch unseren Tartan-Sportplatz. Hier drüben ist der Altbau, wo die Klassen 8 bis 10 sind, also auch zum Beispiel meine Klasse. Da drüben ist auch die Cafeteria, Werkräume und unter anderem auch die Aula, wo wir jetzt einfach mal gucken wollen, ob wir Herr Müller finden können. Also, ich glaube, ich tue ihn schon hören, deswegen gucken wir jetzt einfach mal durchs Fenster, ob es auch wirklich. Hallo Sarah! Könnte ich kurz reinkommen und mich mit Ihnen unterhalten? Natürlich, jederzeit. Komm rein. Sehr cool. Ah. Hi! Also, tue ich gerade stören? Ja, Sarah, komm rein. Wir üben gerade ein Solostück für den Chor. Sehr cool. Ja, kannst du auch gleich dann mit uns mitsingen? Können wir mal probieren? Klar, aber wir drehen hier gerade noch ein Video für den Chor und ich würde Ihnen gerne noch so 1, 2 Fragen stellen, die vielleicht Kiddies interessieren könnte. Na ja, klar, komm rein. Wir haben immer Zeit für unseren Nachwuchs hier an der Adenauer. Ja, also ich wollte Sie einfach mal fragen, was mögen Sie denn am Chor am meisten? Ja, ihr beide seid ja jetzt schon 6 Jahre hier. Ihr wisst ja eigentlich, was ihr am liebsten... mache ich natürlich Auftritte, Konzerte. Das heißt, das, was wir erlernt haben, alles, die ganze Stimmbildung, die Stimmtechnik. Und dann gehen wir auf die Bühne, machen ein Konzert und die Leute sind begeistert. Das ist... für mich nach wie vor das Schönste. Und haben Sie irgendwelche Lieblingsübungen oder Lieder, die Sie mit den Kindern machen? Ja, wir haben viele Lieblingsübungen. Wir machen den Cup-Song, singen wir gerne. Und Ain't Nobody ist ein Hit von uns. Oder auch die ganzen Solostücke. Und für alle, die jetzt hier das Video sehen, nochmal der Tipp, schaut euch mal auf YouTube unsere ganzen Konzerte an. Da kriegt man so einen Eindruck, was wir alles gearbeitet haben in den letzten Jahren hier an der Konrad-Adenauer-Schule. Ja, Sarah, wollen wir nicht vielleicht gerade mal eine Stelle, was ich mit Sevilla geübt habe, ansingen? Gerne. Ja, probieren wir mal. Da, da, 2, 3, 4. All I needed was a love you gave. All I needed for another day. And all I'll ever knew, only you. Hallo, ihr beiden Mädchen. Thank you.
Eli. Du bist ja jetzt eigentlich auch schon so lange wie ich im Chor, oder? Krasse Sache. Ach, hi Lena. Hallo. Wir haben euch gerade gehört. Was lief denn da gerade? Wir haben den Kapsong gespielt. Cool. So, liebe Chorglase, wir haben jetzt hier gerade die Quarte herausgefunden. 1, 2, 3, 4 Quarte. Jetzt wollen wir als nächstes das Intervall herausfinden. Zählt mal bitte die Töne ab, den unteren nicht vergessen mitzuzählen. Elisabeth hat es schon. Die sechste. Eine sechste, wir zählen mal gemeinsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hervorragend. Schreibt das mal bitte hin. Sext. So, als nächstes wollen wir rausfinden, wie heißen die beiden Töne. Da fragen wir mal Lela. D und H. Dora und Hermann. Die notieren wir jetzt einfach hier hin. D und H. Und somit haben wir hier die sechste notiert. I'm no boy. Also Leute, wir saßen schon Ewigkeiten nicht mehr hier drin. Es ist einfach so toll geworden. Also wenn man es mit früher vergleicht, der Hammer. Ja, sag mal, Maxim, du bist doch auch schon seit Ewigkeiten im Chor, oder? Sogar schon ein Jahr länger, glaube ich, als wir, oder? Krass. Wisst ihr noch dieses eine Lied, dieses Lelola? Oh, ja. Das war damals mein absoluter Liebling. Lelola, Lelola. Tatanplatz, wo normalerweise auch Sport gemacht wird und die Pause verbracht wird. Und wir gucken jetzt einfach mal hier in der Umgebung, ob wir jemanden aus der 5. Chorklasse finden. Okay, Laila, ich bin hier gerade in der Schule unterwegs und suche Leute aus der Chorklasse. Erzähl mir doch einfach mal, was findest du so am Chor cool und was machst du gerne? Ich spiele gerne Ukulele und singe dazu. Und was ist eins eurer Lieblingslieder? Und You singe ich gerne und La Cucaracha. La Cucaracha, La Cucaracha. Also, wir sind ja
jetzt am Ende angekommen. Ich glaube, ihr habt einen guten Einblick bekommen, wie es in der 5. und 6. Klasse, vor allem auch in der Chorklasse, abläuft. Und dann halt auch später ab der 7. im Chor. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Und wir freuen uns schon mega auf euch. Deswegen schreibt euch in den Chor ein. Ich meine, ich selber bin jetzt 6 Jahre im Chor gewesen und ich habe es wirklich nicht bereut. Deswegen kommt vorbei, kommt in den Chor. Es wird euch gefallen. Tschüss.